Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Minecraft-Ankündigung. Und zwar geht es um Folgendes. Die aktuelle Minecraft-Staffel wird mit dem Erscheinen von Minecraft 1.7 enden. Das hat folgenden Grund. Es gibt einige Neuerungen, die wir sonst nicht so gut mitbekommen. Daher werden wir das wechseln. Die Neuerungen, die da kommen werden und wir mit unserer jetzigen Welt dann nicht so gut mitbekommen würden, sind folgende. Einmal wird es eine neue Weltgenerierung geben, die erzeugt große Biome, 200 Meter hohe Berge und sehr tiefe Schluchten mit Flüssen. Das würden wir verpassen. Dann gibt es einige neue Biome. Tiefsee, Eiszapfen, Tundra, Sonnenblumenbeete, Blumenwald, Birkenwald, Savanne, Tafelberg, Riesentiger, Riesenfichtentiger, Dichterwald, kalte Tiger, extreme Berge. Das sind die Biome. So, dann gibt es eine neue technische Biomvariante, beziehungsweise es gibt Biomvarianten, dazu möchte ich jetzt nicht groß was sagen. Alles nachzulesen auf dem Minecraft-Wiki, den Link stelle ich dann wahrscheinlich auch in die Beschreibung hinein. Dann werden die Biome irgendwie noch verbessert. Dann gibt es noch andere Veränderungen. Beim Fischen zum Beispiel wird es verschiedene Fische geben. Das Menü wird wohl verändert. Dann die Erfolge und Statistiken werden verändert. Es gibt neue Erfolge. Dann gibt es ein paar neue Befehle, was jetzt nicht so wichtig ist. Und. Es gibt neue Blöcke. Das Ressourcenpaketsystem wird verändert. Dann kommt ein community-orientiertes Feature und so weiter und so weiter. Es gibt neue Optionen. Es gibt also jede Menge neue Sachen in dem neuen und hauptsächlich geht es mir natürlich um die neuen Biome und die neuen Blöcke, die wir verpassen oder nicht so gut erreichen, wenn wir auf unserer derzeitigen Map bleiben. Das bedeutet, wir fangen eine neue Map definitiv an. Wann genau es sein wird, kann ich selber nicht sagen. Die 1.7 sollte zu November, Mitte November 2013 kommen. Ob es denn so sein wird, weiß ich nicht. Wir werden sehen, aber dementsprechend nehme ich jetzt immer nur ein, zwei Folgen auf, damit ich möglichst schnell umsteigen kann. Und wir dann relativ vanilla natürlich, weil die Mods noch nicht fertig sind, starten können mit der 1.7 und somit auch mit Staffel 2. So, ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Ich freue mich auf euch in Staffel 2 und weiterhin natürlich in Staffel 1. Dementsprechend bis zur nächsten Folge, in welcher Version sie auch immer sein mag. Ciao, ciao.